Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück. Es war ein bisschen zu lange Pause auf meinem Kanal. Ich habe mich lange nicht gezeigt. Etwas passiert in meiner Familie und mit mir auch etwas passiert. Und das hat mich richtig deprimiert und deswegen ich habe einfach nur lange Pause gemacht. Und es war auch ein paar Mal Momente, als ich mir gedacht habe, dass ich mit YouTube für immer aufhöre. Aber nach einer bestimmten Zeit, ich habe festgestellt, dass ich euch vermisst habe. Das YouTube ist ein Teil von mir geworden und das brauche ich auch. Ich brauche, um mich zu ablenken, abschalten von meinen Problemen oder von, ja, ab und zu von dieser Welt. Und das ist so wichtig für mich. Ich wollte auf meinem Kanal nicht über meine Probleme reden. Ich wollte, dass ihr, wenn ihr nach Hause kommt, nach der Arbeit, nach dem langen Tag oder ja, dass ihr könnt sich auch abschalten, dass ihr könnt auf meinem Kanal sich auch erholen, genießen, gute Laune bekommen. Also deswegen, wir werden ja nur über positive Sachen reden. Ich habe mir schon überlegt, mit was kann ich anfangen nach so langer Pause. Und ich erinnere, dass ich habe euch schon lange versprochen, über meine Masken erzählen. Und ich habe schon alles zusammen gesammelt und habe festgestellt, das ist wirklich sehr, sehr viel. Deswegen kann es sein, dass ich schaffe nicht in einem Video, ich würde das teilen. Heute wollte ich anfangen mit den teuersten Masken. Insgesamt habe ich verschiedene Masken, ich denke für jeden Budget, aber ich denke, heute fange ich mit schwierigste und die teuersten Masken und dann Schritt für Schritt, ich zeige euch alles, was ich habe und dann würde ich anfangen. Wenn ihr ein neuer Zuschauer auf meinem Kanal seid, dann ich denke, ich soll euch ein bisschen über mich erzählen. Ich bin 43, ich habe Mischhaut mit Kuperose, Rosazea und breite Poren. Kuperose und Rosazea, das ist eine genetische Krankheit. Und seit Jahren, ich habe gelernt, wie ich kann diese Probleme im Griff halten. Und ich sage euch, ich bin heutzutage mit meiner Haut richtig, richtig zufrieden bin. Und wenn euch interessiert dieses Thema, Rosazea, Kuperose, schreibt mir auf jeden Fall einen Kommentar, dann würde ich für euch ein Video machen. Und noch ein Punkt, was ich muss achten, das ist meine empfindliche Haut und deswegen ganz genau immer gucken auf Inhaltsstoffe. Jetzt zum Pinsel wollte ich was sagen. Meistens, ich trage meine Masken mit Finger auf, aber ich habe mir doch einen Pinsel extra für die Masken auftragen gekauft und das ist von Barbara Hoffmann, habe ich das bei TK Maxx gefunden für 3 Euro. Also ich finde, dass Pinsel für die Masken soll auf keinen Fall teuer sein. Günstig, einfach günstige Pinsel. Wichtig ist, dass Pinsel muss aus Synthetik sein und haben diese Form, damit Pinsel nicht so viel Produkt schluckt und damit ihr ganz leicht wird verteilen Masken auf eure Gesicht mit gleichmäßigen Schicht. Ich habe bei Drogerie gesehen, eine aus Silikon, habe ich noch nie probiert, aber könnte mich doch vorstellen, dass diese Pinsel kann auch sehr gut sein. Erste Maske, was ich wollte euch zeigen, das ist von Schweizer Marke, also klingt schon sehr teuer, von Cellcosmet. Die teuerste Maske überhaupt in meinem Leben, was ich mir gekauft habe, was ich probiert habe. Es ist eine von besten Masken, was ich wirklich probiert habe. Richtiger Name für diese Maske steht auf 2 Sprachen hier. Also hier ist der Name von dieser Maske
Und unten steht auf Deutsch, das ist ausgleichende Maske mit Lichteffekt mit kostbarer Erde und Edelweißextrakt. Die Flasche hält 100 ml, ungewöhnlich, normalerweise 50 ml. Flasche selber aus Plastik und mit einem Spender. Also ihr könnt das Serienprodukt so viel, wie ihr braucht, und es kommt rein keine Luft. Das ist ganz, ganz wichtig. Also es riecht nach Chanel Nummer 5, also nach diesem Parfum von Chanel Nummer 5, aber es ist trotzdem nicht so intensiv, und ich persönlich kann ich ohne Probleme das ertragen, also ich habe keine Probleme damit, und auch wenn ich würde Probleme haben mit diesem Duft, ich würde trotzdem dieses Produkt benutzen, weil er ist einfach nur wunderschön. Ja, er einfach wirkt, und ich würde sagen, jeder Cent wert, obwohl es trotzdem zu teuer für mich. Na gut, hat braune Farbe, also genauso wie ihr könnt hier sehen, das ist die Farbe von dieser Erde, was da wurde benutzt. Die Philosophie von dieser Marke, warum sie ist so teuer und warum sie ist so beliebt im ganzen Welt. Wissenschaftler haben entdeckt, dass Zellen von Schafen passen sehr gut für unsere Zellen. Also diese Zellen sprechen auf gleiche Sprachen. Sie haben diese Zellen von Schafen gewonnen, damit die pushen unsere Zellen, erinnern, wie sie haben früh gearbeitet, als sie jung war. Und dadurch, sie wurden unsere Zelle, Haut, also verjüngen. Ganz wichtig, Achtung, das Schafen wurde dafür nicht extra umgebracht. Also dafür wurde keine Schafen umgebracht. Es ist wirklich sehr wissenschaftlich. Ich weiß, wie das wurde gemacht, aber auf Russisch. Und mir ist so schwer, das auf Deutsch erklärt. Ihr könnt einfach das alles selber im Google recherchieren. Es ist, ich denke, ohne mich können ihr besser das alles finden. Guckt ihr Zellkosmet, was ist das überhaupt für Kosmetik und was da für eine patentierte Formel ist. Nicht umsonst. Viele Celebrity und reiche Leute kaufen diese Produkte schon seit Jahren. Also Zellkosmet ist wirklich eine beliebte Kosmetik im ganzen Welt. Hier gibt es keinen Alkohol, keine Silikonen, keine Parfüme. Wir können diese Maske genau benutzen, könnten ihr lesen auf der Verpackung, und drinnen gibt es eine, so, ja, auf vielen Sprachen Zettel. Ihr könnt ganz genau sehen, weil da gibt es Instruktage für erste Woche, zweite, für Monat und so weiter. Ja? Ganz wichtig, dass ihr kauft dieses Produkt nur im Internet, wo ihr vertraut, und das Ablaufdatum ist, muss stimmen, weil diese lebendige Zellen, die da wurde drinnen benutzen, also klingt lebendige Zellen, das ist ganz, ganz wichtig, weil ich finde, für diese Geld, es muss wirklich funktionieren. Die Maske enthält Erde. Deswegen meine Empfehlung, lässt ihr diese Maske nicht absolut austrocknen, weil dann sie zieht Haut zusammen und dadurch ihr könnt kleine Falten bekommen. Deswegen 10 Minuten abwarten, und wenn ihr seht, dass die Maske schon richtig trocken geworden, besser schnell abwaschen. Was diese Maske wurde versprochen, alles stimmt. Die beruhigt meine Haut, zieht Poren zusammen, ja, aber dieser Effekt ist nicht für immer, das ist für kurze Zeit. Lifting-Effekt, wunderschön. Ihr seht sofort Lifting-Effekt, und ihr merkt sofort, wenn ihr eure Haut werdet einfassen, die hat Elastizität bekommen, also die wird wirklich mehr fest. Das war für mich eine Wunder, habe nicht erwartet. Und was ist super gut bei dieser Maske, das ist absolut toll, Lymphadrainagen-Effekt. Wenn ihr habt ein geschwollenes Gesicht, ein bisschen habt ihr schlecht geschlafen, dann die macht wirklich dadurch Lymphadrainage, und diese Schwellungen wird weg, momentan, wirklich momentan. Achtung, diese Maske darf man nicht unter die Augen auftragen, weil die wird austrocknen, und dadurch können hier unter die Augen auf diese dünne Haut Falten bekommen. Also nicht unter die Augen. Diese Maske hat auch einen mattierenden Effekt, und sie ist eine starke Antioxidant, also mit einem starken Antioxidant-Wirkung. Für wen kann ich diese Maske empfehlen? Natürlich für die Leute, die können sich Zellkosmet leisten. Also wenn ihr habt schon lange überlegt,
was ihr solltet bei dieser Marke für sich kaufen, dann würde ich von allen Masken diese, genau diese Maske empfehlen. Selber, ich würde die nicht nachkaufen, die ist einfach nur zu teuer, obwohl die ist wirklich sehr, sehr gut. Und die würden passen für jede Hauttyp, auch für sehr empfindliche Haut und für die Leute, die haben dermatologische Probleme. Mesa Mask von Marke Filorga. Das ist meine zweite absolut Lieblingsmaske. Das ist eine professionelle Marke. Die ist übrigens nicht so teuer und wenn einige Internetseiten geben Rabatt, dann kann man wirklich sehr gut Geld sparen. Filorga macht auch patentierte Produkte, die funktioniert wie eine Schönheitsmedizin. Die wirken ganz tief. Da wurde ganz kleine Moleküle gemacht und die wirklich kommt ganz tief in Schichten von unserer Haut. Firma Filorga, das ist eine exklusive professionelle Marke, die wurde vor 35 Jahren auf den Markt gekommen und die haben medizinische weggenommen. Also sie wollen etwas entwickelt, was wurde ein bisschen anderes, was wir kennen, also eine Alternative für Schönheitschirurgie. Sie funktioniert, also Produkte von Marke Filorga funktionieren wie eine Alternative für Botox, für Hyaluronspritzen, für Mesa-Behandlung. Und viele Produkte sind wirklich so beliebt geworden, weil sie funktioniert wirklich sofort. Man sieht Resultat. Wenn ich richtig erinnere, alle Produkte von Marke Filorga sind Anti-Age-Produkte. Und natürlich auch Produkte mit Hyaluronsäure, das ist auch gehört zum Thema Anti-Age-Produkte. Maske Mesa Mask von Marke Filorga gehört zu einer beliebtesten Maske von dieser Marke. Ich wollte die schon lange probiert, ich war ein bisschen skeptisch wegen meiner Probleme mit Haut, also Rosazea, Kuperose und meine empfindliche Haut, aber nachdem ich habe die probiert, war richtig begeistert. Ich kann euch schon jetzt sagen, diese Maske, ich würde wieder und wieder nachkaufen. Ich habe für sie, ich denke, 31 Euro bezahlt. Hier ist 50 Milliliter, selber wurde die so eingepackt, eine große Broschüre und in einer Flasche aus einem hochwertigen Plastik. Und selber Maske sieht so aus, das ist eine weiße, cremige Konsistenz und mit einem sehr starken Duft. Ich war ein bisschen skeptisch, ob dieser Duft würde meine Haut nicht irritiert, aber doch hat meine Haut ganz Gegenteil beruhigt. Das ist meine zweite Maske, die ist, ich kann sagen, die beste Maske, was ich probiert habe. Weil ich sehe sofort Resultat und die funktioniert so gut auf meiner Haut. Ich liebe diese Maske. Ich kann euch wirklich empfehlen. Für die Leute, Frauen ab 25, also je nachdem, ob ihr Probleme schon habt, das ist eine Maske, die kämpft sehr gut gegen Falten. Und Resultat, ihr seht sofort nach der Maske abwaschen. Sie beruhigt Haut, sie spendet Feuchtigkeit, steht hier auf der Verpackung Hyaluron Acid und ich trage diese Maske immer mit dem Pinsel auf. Übrigens meine Zellkosmet, ich trage auch mit diesem Pinsel auf, weil das lässt sich besser verteilen und mit gleichmäßigem Schicht. Für Anfänger, ich würde empfehlen, 15 Minuten nicht mehr auf dem Gesicht lassen. Ich könnte schon diese Maske für 20 Minuten lassen. Maximum kann man diese Maske für 30 Minuten
auf dem Gesicht lassen. Aber für empfindliche Haut, ich würde sagen 15-20 Minuten. Jetzt, ich wollte euch zeigen, meine dritte beliebteste Maske, die ich würde wieder und wieder nachkaufen. Das ist von Marke Eisenberg. Ja. Marke Eisenberg, die ist auch nicht die günstige, also ich habe die bei Douglas mit 20% gekauft und ich denke, sie hat mir ungefähr 50 Euro gekostet, aber hier übrigens 75 Milliliter. Auch Firma Eisenberg hat ihre eigene patentierte Formel, die heißt Trier Molekular. Jedes Produkt von dieser Marke enthält diese Formel und das ist drei Moleküle, die wirken ganz tief auf unsere Haut. Ja, das ist mein erstes Produkt von Marke Eisenberg. Bis jetzt, ich habe nur eine kleine Probe gehabt und nach dieser Probe, das war auch eine Maske, ich war so begeistert, dass ich wollte etwas für mich auf jeden Fall kaufen. Was ich habe für mich genau ausgesucht, das ist eine straffende, neu gestaltende Maske. Und selber Maske hat weiße Farbe, ganz leichte Konsistenz, aber die enthält Blaukapsel. Ich weiß nicht, ob ich kann euch das, diese blaue Kapsel zeigen. Ich denke hier gerade, ich habe keine erwischt. Leider. Also diese blaue Kapsel müssen auf eurer Haut sehr gut verteilen. Sie werden nachher platzen. Und dann aus dieser Kapsel kommt Vitamin A und Vitamin E. Also ihr könnt sehen, diese Konsistenz ist wirklich ganz leicht, aber fühlt sich sehr reichhaltig. Sie hat fast keine Duft, keine Parfum, enthält keinen Alkohol und ihr seht, sie zieht auch sehr gut ein. Vitamin A, Vitamin C, Vitamin E, sie sind nicht stabil und deswegen sie wurde in diese blaue Kapsel eingeschlossen und nur unter unsere warme Finger, die werden platzen und dann sie werden sofort rein in unsere Haut einkommen. Ja? Also deswegen ganz wichtig, dass diese Maske man soll nur mit Finger auftragen, also verteilen. Ja? Und dann ein bisschen einmassieren, bis ihr seht, dass jede Kapsel ist schon geplatzt wurde. Ja, die Masken muss man auf dem ganzen Gesicht auftragen und unter die Augen auftragen. Übrigens mit Mesa Mask ist das gleiche Geschichte. Ihr könnt diese Maske unter die Augen auftragen. Und diese Maske wurde empfohlen, jeden Tag 5 Minuten auftragen, wenn ihr wolltet jeden Tag sie benutzen. Oder ihr könnt diese Maske 1 bis 2 Mal pro Woche auftragen. Was ist gut bei dieser Maske? Was macht sie denn? Ja? Ich habe gemerkt, die spendet Feuchtigkeit. Sie ist reichhaltig. Sie gibt nachher sehr gute, erfrischende Look. Ob ich habe 24 Stunden durchgeschlafen, also Gesicht sieht so gut aus, strahlt, beruhigt den Haut und gibt ein bisschen helliger Effekt. Also Haut wirkt nachher ein bisschen hell aus. Es ist besonders sehr gut für die Leute, die haben Pigmentflecken. Was ich habe auch gemerkt, dass sie ein bisschen auch gibt, festige Haut wird mehr elastisch. Deswegen, ich liebe diese Maske. Wirklich, sie morgen früh, wenn sie müde sind, wenn ihr habt schlecht geschlafen, diese Maske. Wirklich, kann ich nur empfehlen. Man sieht Wirkung, man sieht sofort Resultat. Und das sieht man nach jeder Maske, was ich bis jetzt gezeigt habe. Deswegen, die sind meine beliebtesten Masken. In diesem Video, ich wollte euch noch eine meiner Lieblings-Enzympillen zeigen. Aber es ist nicht so ganz teuer. Und wenn ich denke, wie lange ich dieses Produkt schon habe und wenn ich denke, wie viel man braucht davon, also dann ich würde sagen, es ist sehr... sehr sparsame Produkt, oder? Wie sagt man das? Also, es ist wirklich im Gesamt nachher nicht so teuer. Und das ist eine Enzympeeling von Marke Sensai. Und das heißt Silk Peeling Powder. Das ist eine Peeling in Puderkonsistenz. Hier
hier, ich würde für euch verlinken mein Video. Ich habe genau zu diesem Produkt ein Video gemacht. Deswegen, ich würde nicht zu viel erzählen. Ihr könnt da volle Informationen finden, weil dieses Video war nur zu diesem Produkt und überhaupt, was bedeutet Enzympeeling, wofür ist das gut. Ja? Aber wie gesagt, das ist auch meine absolut Lieblings-Enzympeeling. Entschuldigung, das ist absolut meine Lieblings-Enzym-Peeling, der passt für meine empfindliche Haut mit Kupirosen, weil ich könnte leider harte Peeling nicht ertragen. Weiter, ich wollte euch zeigen jetzt kleine Proben. Ich habe die bekommen als Geschenk, wenn ich etwas gekauft habe. Die gehören auch zum teuer Kosmetik, zum teuer Pflegeprodukte und deswegen freue ich mich besonders, dass ich durfte die probieren. Also die erste Maske, was ich habe probiert, das ist auch von Cell Cosmet. Ich habe diese Maske bekommen als Geschenk zu meiner Maske von Cell Cosmet, diese große teure Maske. Und aber diese Maske für Männer. Und ja, ich weiß nicht, könnte man sehen, die Name von dieser Maske. Und das ist schon Detox-Maske. Also ich habe sie einmal probiert. Hier übrigens 7 ml. Es reicht mir für ein paar Mal. Ich habe nur einmal probiert. Also ja, ihr bestimmt denkt für Mann, aber ich habe probiert. Also Cell Cosmet. Ich habe gedacht, nee, ich probiere selber gerne. Egal, ist es für Mann oder für Frauen. Reicht mir für zweimal. Einmal probiert und ich war nicht so begeistert. Ich könnte nicht sagen, wow, als ich gesagt habe von anderen Maske, was ich habe für mich gekauft von Cell Cosmet. Deswegen, wenn ich würde auch Geld haben, ich denke, ich würde sie nicht kaufen. Obwohl, wer weiß, wenn man Geld hat, man kauft alles. Ja, also die hat auch diese braune Farbe, also da auch diese Erde, aber sie funktioniert ein bisschen anders, also als Detox-Maske. Nur wie gesagt, die würde ich nicht kaufen, zum Beispiel, wenn ich Geld habe. Nächste Maske, das ist von Marke Sisley. Hier schon 10 ml, also das ist schon eine große Probe auch. Ich habe sie zweimal probiert. Ich habe schon gewusst, dass ich diese Maske auf dem Gesicht nicht benutzen würde. Ich habe schon mal ein paar Mal sie Chance gegeben, aber na gut, okay, erstmal ich erzähle, was ist das für eine Maske. Das ist eine, diese Maske von Schwarze Rosen. Also die ist wirklich sehr beliebt, sehr populär. Und Sisley, das ist Naturkosmetik, also wirklich, die macht sehr, sehr gute Pflegeprodukte. Ich mag Sisley, aber sie ist auch sehr teuer. Sie hat weiße Farbe, also die ist nicht schwarz, obwohl von Schwarze Rose, ich denke weiß, wenn ich erinnere richtig. Nein, mit leichtem Roséfarbe, also die ist leichte, ganz leichte Rosé-Farbton hat. Sie riecht sehr intensiv. Sie ist sehr reichhaltig. Ich würde die empfehlen für die Leute mit trockener Haut. Mischhaut kann ich auch vorstellen, aber für ölige Haut weiß ich nicht. Ich denke, sie wird sehr reichhaltig. Für meine Haut, sie hat nicht gepasst, obwohl ganze Welt sagt, dass sie ist die beste Maske von Sisley. Warum? Sie enthält diese etliche Öle, also diese Öle für meine Rosazea, sie sind sehr aggressiv und nach dieser Maske ich bekomme leichte Rötungen und ja, wie gesagt, leider passt mir nicht. Also diese Öle irritieren meine Haut, deswegen für empfindliche Haut, besonders mit Rosazea und Kupirose, ich denke, ich würde diese Maske nicht empfehlen. Das Einzige, wo ich kann diese Maske noch benutzen, das ist auf meinen Hals und Dekolleté. Sie spendet Feuchtigkeit, sie erfrischt Haut, sie sehr, sehr reichhaltig. Einige tragen das über die Nacht, ich könnte mir das vorstellen, aber wie gesagt, für meine Haut leider passt sie nicht. Meine dritte Probe, jetzt von Marke Sensai, das ist auch eine Nachtmaske. Extra intensive Maske, ich weiß nicht, das war, ich denke, ein neuer Produkt, deswegen habe ich das als Probe von Schubak bekommen und die ist schon in einer, ja, solche Flasche, also aus Plastik, hat mir, ja, das sehr gut gefallen, das sieht wirklich toll aus, hat eine orientalische Duft, ach, sehr angenehm und ihr seht, ich habe schon, ja, fast alles benutzt, hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Die festigt den Haut morgen früh, wenn ich stehe auf, also mein Gesicht strahlt und sieht frisch aus. Und wirklich sieht so, ob,
Ja, dieser reichhaltige Effekt, also man sieht, das hat richtig ernährt meine Haut über die Nacht und wirklich Haut war mehr elastisch. Also diese Maske würde ich gerne nachkaufen, wenn ich würde keine empfindliche Haut haben, weil ich habe trotzdem als eine kleine Nebenwirkung gesehen, dass meine Haut war trotzdem leicht irritiert und deswegen habe ich gedacht, ja, schade, diese Maske ist nicht für mich. Aber Gott sei Dank, weil die ist auch sehr, sehr teuer. Also, aber wenn ihr könnten Sie das leisten, ich könnte euch sagen, diese Maske ist absolut top. So, alle meine teuer Maske, ich habe in diesem Video geschafft, euch zu zeigen. Ich hoffe, dass dieses Video war für euch informativ. Im nächsten Video, ich zeige euch ein bisschen schon, ja, günstige Masken. Also, nächstes Video wird schon ein bisschen leichter und entspannter. Was geht um Preise, ja? Damit ihr mein nächstes Video nicht verpasst, abonniert meinen Kanal und gebt mir Daumen nach oben, wenn dieses Video hat euch gefallen. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, eure Nathalie.